Hallo meine lieben Drahtis oder meine lieben Süchtis, könnte ich ja auch sagen, weil ja, Drahten ist eine Sucht. Nicht nur eine Therapie für sich selbst, sondern auch wirklich eine Sucht. Ja, ihr seht, dass ich hier schon mal wieder ein bisschen was vorbereitet habe. Das liegt bei mir jetzt auch schon seit längerem auf dem Tisch, weil, ja, bestimmt schon 2 Wochen, weil ich wollte euch ja noch ein paar Sachen für Ostern zeigen. Ist aber noch nicht der Knaller, den ich versprochen habe, aber ein anderer Knaller. So, was brauchen wir dazu? Wir brauchen einen Flachdraht, 5 mm und wir brauchen Aluminiumdraht 0,8 mm. Ja, dann braucht man natürlich auch die Steckplatte. Aber nicht unbedingt zwingend. Also wir wollen ja diese Steckplatte nicht jeden aufbürden irgendwie, weil es gibt ja auch viele, die das mit der Hand machen können. Und somit, wer das mit der Hand machen kann, soll es natürlich auch machen. Aber für alle die, die dann denken, ach, ich bin jetzt ein bisschen ungeschickt oder es wird nicht ganz so geradlinig, wie ich es mir vorstelle, oder ich möchte in Serie gehen und möchte ein Ei nach dem anderen machen, dann ist natürlich die Happy Jig Platte die Platte schlechthin. Ja, und wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Anleitungen, die wir selber erstellt haben oder erstellen lassen, wohlgemerkt. Und ja, also da lohnt sich das auf alle Fälle schon. Ich mache noch mal eine ganz kurze Erklärung, weil es gibt immer wieder jemanden, der mit dieser Steckplatte ja sich nicht so richtig rantraut oder wie auch immer. Also Steckplatte, Steckis, ich glaube, das sind fast 100 Stück mit drin. Und hier mit der Rundzange könnt ihr das so aufdeckeln. Sozusagen. Und dann seht ihr schon, da ist sogar ein Flachdrahtschneider drin. Nein, nicht ein Flachdrahtschneider, sondern ein Drahtschneider. Sorry. Und ganz viele Steckis in unterschiedlichen Größen. Ne? Mittlere, kleine, groß. So. Und wenn ihr dann so ein Stecki euch nehmt, dann könnt ihr den natürlich auch hier so reinsetzen. Und dann muss das zweimal klack, klack machen. So sage ich das. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Daumen machen, also richtig rein und einmal richtig runter und zweimal. Aber wenn ihr dann das ganze Motiv gemacht habt, dann habt ihr euren Daumen perforiert. Also macht das doch ganz anders. Nehmt einfach den kleinen Stecker, lasst ihn entweder kurz einrasten oder nur, dass er steht. Und dann nehmt ihr die Rundzange, das geht ganz einfach, und einmal drauf und klack. Also es muss wirklich richtig klack machen, weil dann kriegt ihr es nicht mehr, na, dann sind die fest, da könnt ihr wirklich ziehen und zerren, wie ihr wollt. Also da rutscht nichts raus, also nicht wie die eine, ja, billige, ich sage jetzt wirklich mal billige Platte, die es bei einem Markt gibt mit den Großbuchstaben A, mehr sage ich nicht. Also das ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Tut mir leid, dass ich das mal so sage, aber ich habe da schon ein bisschen Ahnung von. So, und wenn ihr natürlich diese Stecker wieder raus haben wollt, ich habe das auch schon mal in einem Video gezeigt, dann bitte nicht mit der Zange beigehen und die dann rausholen, weil irgendwann brechen die Stecker dann ab. Und wenn ihr Pech habt, bleibt es sogar noch in dem Loch stecken. Also, dann nehmt ihr euch einfach entweder einen Lippenstift, Labello-Stift, wie auch immer, die haben ja auch diese große Form, oder den größeren Stecki. Und dann geht ihr hinten ran, setzt das einmal. Ich habe natürlich jetzt meine Hände eingecremt. Ah, und das klitscht hier ab, das sage ich euch. Das war nicht so schlau. So, und dann kriegt ihr das natürlich auch hier wieder richtig schön ab. Ohne Probleme. Bitte vorher nicht die Hände eincremen. Macht man nicht. Man rutscht ab. So, also das nur nochmal zur kurzen Erklärung von der Happy Jig Steckplatte. Und da wir ja auch viele Anleitungen davon haben, haben wir uns natürlich auch eine Anleitung für, ja, zum Beispiel die Ostereier für Ostern. Und das ist jetzt hier meine neue. Das ist nämlich ein Osterei mit Schaf. So. Und Schaf ist ja nun nicht ganz so einfach. Aber auf der Steckplatte ist alles wunderbar beschrieben. Und wenn ihr das sogar gemacht habt, also wir gehen jetzt sogar mit den Linien so ein bisschen nach, da habt ihr ja auch gesagt, dass das richtig toll ist, dann habt ihr so ein Gebilde.
So, das holt ihr euch so runter. Also so macht ihr das wirklich, ne? Schwänzchen, Füßchen und Kopf. Das ist so von der Steckplatte runtergenommen. Wenn ihr mit den Drähten arbeitet, ich habe das auch in der Beschreibung im Shop drinstehen. Also es gibt da so eine Beschreibung, worauf ihr achten müsst. Guckt einfach in die Beschreibung des Produkts rein und da steht alles, dass man den Draht, den Flachdraht, wenn er ein bisschen verdreht ist, mit der Backenzange zum Beispiel, dass er den wieder gerade kriegt. Und lauter so eine kleine Kniffe. Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das macht bitte. Ja, das dazu. Und da steht unter anderem auch drin, dass wenn ihr den Draht so um diese Steckis rumwickelt, dass ihr den noch nicht bis ganz runter setzt, sondern erstmal oben so ein bisschen drauf liegen lasst. Und dann ganz zum Schluss könnt ihr ihn runternehmen. Ich habe euch jetzt keine Pinzette mitgebracht. Die liegt aber irgendwo in dem Fach hier herum, das hätte ich jetzt gesagt. Mit der Pinzette kriegt ihr sogar den Flachdraht von der Steckplatte abgehoben. Also das vielleicht mal, wer eine Pinzette schon hat. Super, könnt ihr da wirklich den Flachdraht hervorragend wieder mit von der Steckplatte holen. Und ganz wichtig, nicht zu fest wickeln. So, jetzt habe ich aber auch wirklich genug gesappelt wieder. Ihr habt dann praktisch solche Förmchen. Also einmal ist es ja das Osterei. Ihr könnt es gerne mit der Hand machen. Aber wer es immer regelmäßig, gleichmäßig haben will, dem empfehle ich, das wirklich auf der Steckplatte zu machen. Da könnt ihr in allen Farben ganz, ganz viel Eier könnt ihr da machen. Rumeiern sozusagen. Ich nehme gerne einen geprägten Draht. Ihr könnt aber auch gerne auch einen glatten Draht nehmen. Also da ist es egal. In der Tipps und Tricks Beschreibung haben wir auch gesagt, was eine richtig gute Tiefe hervorbringt, ist zum Beispiel, wenn man den Flachdraht geprägt außen herum nimmt und innen dann mit glatten Draht arbeitet. Aber auch das ist nicht zwingend notwendig. So, wenn ihr dann euer Schäfchen gemacht habt und das so abgehoben habt von der Platte, dann braucht ihr das einfach nur so einrollen. Und deswegen zeige ich euch das, damit euch das auch leicht von der Hand geht. Ne? Ihr wickelt euch dann ganz vorsichtig, ihr könnt es auch mit der Hand machen und wickelt euch das Schaf rund sozusagen. So. Und dann könnt ihr das auch gerne noch ein bisschen justieren wieder. Und guckt mal. Und schon habt ihr ein süßes Schäflein. Dieses Schaf soll jetzt in das Ei hinein. Aber das Schaf alleine im Ei ist zu langweilig. Also muss da noch ein Stück Wiese her. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt auch. Ihr nehmt ca. 30 cm vom Flachdraht und schneidet das einmal ab. Ich denke mal, das sind 30 cm jetzt hier. Die schneide ich jetzt wunderbar mal ab. Wir haben das jetzt nicht auf der Steckplatte gemacht, dieses Stück Wiese, weil das könnt ihr wunderbar mit der Hand machen. Und formt euch das ein bisschen rund, so ganz dezent, wie das Ei ist. Und legt das dann so ein bisschen rein. Und jetzt habt ihr euch bestimmt gewundert, warum ich euch ein unfertiges Ei hier hingelegt habe. Also das ist ja noch nicht geschlossen. Ne? Es ist ja, normalerweise wird das ja hier oben geschlossen. Dann wie bei dem Ei mit der Blüte haben wir es ja auch gezeigt. Das ist wichtig, damit ihr den Draht auch schön von der Hand bekommt. Jetzt nehmt ihr euch, ja, ich sag mal, so einen Meter könnt ihr euch ruhig abnehmen. Die Reste könnt ihr ja dann wieder für die Füßchenfixierung benutzen. So, ihr wisst ja, lange Fädchen, faule Mädchen oder wie man so sagt. Jetzt gehe ich da natürlich auch zur Hälfte mit dem Draht und gucke, dass ich den hier so ein bisschen in die Rundung eingearbeitet habe. Aber nicht zu hoch gehen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. So, und jetzt wollen wir ja eine schöne Wiese formen. Das heißt, wir halten den jetzt hier einmal fest in der Mitte und wickeln den auch in der Mitte. Und jetzt wisst ihr auch, was ich meine. Wenn das nämlich offen ist, dann könnt ihr nämlich immer so rumlaufen, also nicht rumlaufen, sondern den Drahtfaden so herum
wickeln. Wenn ihr es nämlich schließt, müsst ihr jedes Mal den Draht von innen nach außen oder von außen nach innen. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger. Und das ist doch ein richtig cooler Trick. So, und immer schön wieder mit den Fingern zusammenziehen. Also das ist auch wichtig für die Optik, ne? Dass ihr da wirklich euch ein bisschen Mühe gibt, sag ich mal. Ihr macht das schon. Ich mache das jetzt nicht so. Ich muss mich ja beeilen. Also ich bin jetzt auch stets bemüht. Auf dem glatten Draht lässt sich der Drahtfaden natürlich schöner wickeln, weil glatt und glatt rutscht natürlich besser. Auf dem geprägten Draht ist das schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anstrengender. Aber wenn ihr das immer gleich wieder so zusammenzieht, dann habt ihr auch richtig, richtig schönes, ja, eine schöne Webarbeit. Also das ist so eine Art Weben, rumwickeln, ne? So, unsere Wiese soll ja schön sein, eine schöne grüne Wiese. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr den Draht nicht zu kurz abschneidet und vor allen Dingen, ne, dass das Stück Wiese dann nicht zu sehen ist. Aber ich denke mal, wenn euch das passiert, wird mir garantiert jetzt auch passieren hier, dann gibt es Trick 17. Und beim Draht gibt es immer Trick 17. So, schön herumgewickelt. Und dann dreht ihr euch das Ganze um und wickelt dann natürlich auch wieder weiter in die andere Richtung. Eigentlich wollte ich das so ein bisschen vorbereitet haben, dass wir jetzt nicht so lange immer wickeln müssen. Aber leider habe ich das nicht so geschafft. Ja, und deswegen wickele ich jetzt hier mit euch. Ja, und damit es nicht langweilig wird, kann ich natürlich auch wieder ein bisschen was erzählen. Ihr habt ja nachgefragt, ihr habt das ja mitbekommen, dass unser kleiner Kasi-Schatz ein bisschen krank war. Ja, der denkt auch, das ist ein Schaf oder was weiß ich, er frisst an Rinde, an Gras. Und jedes Mal, wenn ich dann versuche, ganz, ganz schnell ihm das aus dem Mäulchen zu holen oder Sven, dann schluckt er es schnell runter. So nach dem Motto, Achtung, Mama kommt, ich muss jetzt schnell runterschlucken, sonst nimmt sie es mir weg. Und so schnell kriegt man das wirklich nicht. Und wenn ich wirklich mal Glück habe und das ist noch im Maul, dann versteckt der das, der Kleine, so hinter der Zunge irgendwie, ich weiß nicht wo, ich find's nicht. Ich rühre da drinnen rum mit meinem Finger in sein Mäulchen und ich find's nicht. Und wenn ich den Finger rausnehme, weil ich nachgucken will, auf einmal, und er schluckt darunter. Ich denke, das darf ja wohl nicht wahr sein. Naja, Fakt ist jedenfalls, dadurch hat sich Kasi natürlich eine Magen-Darm-Schleimhautentzündung geholt. Vermuten wir, dass es daher kommt. So, und damit ihr das jetzt richtig schön glatt habt, könnt ihr mit der Backenzange das nochmal richtig schön plätten. Das ist eine Wiese, das ist der Hammer, ich sag's euch. So, jetzt ist natürlich euer Ei kaputt und futsch, nehme ich außer davor. Macht nichts. Und das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt guckt hier noch ein Stück Draht raus. Die Wiese war praktisch zu kurz. Also der Drahtfaden ist aber auch egal. Jetzt schließen wir sozusagen das Ei. Immer noch mal in Form bringen. Und jetzt geht's los. Jetzt wollen wir ja dieses Teilchen zum Beispiel, ich zeige es euch jetzt mal hier bei dem, dass ihr das jetzt hier, ne, das Grüne ist die Wiese, wo da drauf steht, das Schaf. So, und dann nehmt ihr euch natürlich euer Schaf und guckt, wie weit darf ich denn überhaupt mit der Wiese gehen? Und deswegen, weil alle Schafe unterschiedlich sind, je nachdem, wie man das wickelt von der Größe her, deswegen macht man dieses manuell. Und dann nehme ich den Draht und führe den jetzt hier einmal so und dann mache ich kleine Wellenlinien. Ihr könnt euch dafür auch Stecker nehmen, aber ich glaube, das kriegt ihr mit der Hand gebogen. So. Und dann setzt ihr euch das hier so ein bisschen rein und guckt, ne, ob das Schaf dann auch hier reinpasst. Ja, wunderbar. Passt, aber scharf steht auf dem Kopf. Also müsst ihr jetzt versuchen, dass der ein bisschen vernünftig steht. Das heißt, hier wird ein bisschen mehr austangiert.
ne, die Wiese etwas nach unten geholt und wieder hingestellt. Ich glaube, der Hügel in der Mitte, den müssen wir ein bisschen größer machen, dass das Schaf auch vernünftig stehen kann. Das ist wahrscheinlich der Trick jetzt. Jupp. Naja, ich habe das Ei noch nicht geschlossen. Könnt ihr was sehen in meinen Arm? Ich verrenke mich jetzt hier mal. Mach mal von der Seite. So, und so könnt ihr das vorher probieren und testen. Entweder holt ihr euch die Welle noch nach oben. Und erst dann, wenn ihr sagt, das ist jetzt mein Schaf, das ist meine Wiese, erst dann wird auch hier oben das geschlossen. Na, so, das passt jetzt. Und jetzt könnt ihr natürlich das andere Stück auch mit den Händen so ein bisschen formen oder nehmt euch Hilfsmittel und macht irgendwas. Ihr könnt auch einen Kreis machen oder ja, was auch immer. So. Ihr könnt das auch hier noch so ein bisschen einrollen oder abschneiden und das für einen Kettenanhänger benutzen. So. Jetzt haben wir Wiese. Aber passt Schaf noch? So. Zack. Schaf passt noch. Aber Ei schief. Also ihr müsst dann auch immer wieder sehen, dass ihr es so ein bisschen in Form kriegt, ne? So. Das habe ich jetzt natürlich gemacht. Ich war ja fleißig. Und habe euch jetzt hier schon mal eine Wiese gezaubert. Schaf zur Seite. Hab das praktisch, das Schaf jetzt genommen und es passt sogar auf der Wiese. Und jetzt nehme ich hier die Reste, die jetzt hier ja eigentlich noch übrig geblieben sind, sozusagen, und schneide die ab. Könnt ihr dann nochmal ganz vorsichtig mit der Rundzange randrücken, so ein bisschen. Da bin ich wieder. Und hier wird es auch abgeschnitten. Gehe ich mal hier so ein bisschen raus aus dem Ei. So. Und dann nehme ich den Faden wieder und stecke ihn hier so wieder ein bisschen rein, ne? Dass es vernünftig aussieht. So, forme das Ei nochmal und habe dann praktisch den rosanen Draht hier nochmal. Und das kann man mit der Backenzange nochmal richtig dran setzen, weil umso schöner sieht es dann auch aus und sauberer sieht es aus. So, jetzt habe ich hier die beiden Treteleien, die ich jetzt hier abgeschnitten habe. Und da wird natürlich jetzt das Schaf drapiert. So, festhalten. Und dann herumgewickelt. Ja, das ist jetzt ein bisschen, naja, ein bisschen anstrengender, weil wir ja nirgendwo eine Öffnung haben, wo wir easy wickeln können. Aber da das Schaf wirklich nur 3-4 Mal höchstens umwickelt wird, das kriegt ihr auch so hin. Schön festziehen immer. Und probiert es mal aus. Ihr könnt eure Steckplatte nehmen und könnt euch Kreise machen. Ich habe das Ei jetzt nicht mitgebracht, das habe ich noch unten. Aber ich habe dann einfach so ein paar Kreise gemacht und die dann in das Ei reingesetzt. Also sieht dann aus wie schöne Farbtupfer. Ganz süß. Und so könnt ihr das auch machen. Also ihr könnt auch praktisch eure eigenen Gebilde machen. Wenn ihr hier näht, sozusagen, guckt, dass der Drahtfaden immer nebeneinander läuft. Sonst sieht das nicht schön aus. So, und dann schneidet ihr den Draht ab. Zack. Setzt euch das hier so ein bisschen hinter, dass nichts piekst. Und auf der anderen Seite schneidet ihr das natürlich auch ab. So. Und hier setzen wir den Drahtfaden am Vorderfüßchen. Also wie gesagt, das ist total süß, wenn ihr das in dem Strauch hängt, ja, wo auch immer ihr eure Eier hinbommelt. Es ist handgemacht, es ist ganz niedlich, wenn ihr ein kleines Osternestchen baut für eure Lieben und da so ein kleines Ei drin ist, dann freuen die sich da auch drüber.
Weil spätestens nächstes Jahr kommt ja Ostern wieder, wo man es dann wieder aufhängt. Und das Ding ist dann unkaputtbar. Das kann also wirklich immer wieder benutzt werden. Und die Anleitung ist dann ja auch noch da. Die wird ja nicht einfach aufgegessen und weg ist sie, sondern man hat sie noch. So, das schneiden wir jetzt auch mal ab. Ich habe für morgen, also ich bereite gleich noch was vor, das werde ich aber erst morgen drehen. Und ja, darauf freue ich mich eigentlich schon die ganze Zeit, dass ich das Video endlich drehen kann. Und das wird bestimmt etwas länger dauern, aber ich zeige es ja von der Pike auf an, wie etwas gemacht wird. Und viele fragen sich auch immer auch, Mensch, wie wird denn das gemacht? Und ja, jetzt habe ich euch ganz schön neugierig gemacht, ne? Ja, da müsst ihr bis morgen warten. Na, schaut mal. Rosa Ei, Schäfchen, Fliederei, Schäfchen. Hier ist die Wiese anders gemacht. Und hier ist sie auch wieder anders. Also die Wiese ist immer wieder anders. Ne? Je nachdem, ob sie gerade gemäht wurde oder auch nicht oder schon abgegrast. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass es da so ein paar Tricks und Kniffe dabei sind, die ihr gut anwenden könnt und gut gebrauchen könnt. Ich freue mich, dass wieder mal eine Anleitung dazugekommen ist und sage, bis morgen. Ne? Ich verlinke wieder alles in der Infobox, ihr kennt das ja schon. Und dann mache ich mich jetzt mal an die Arbeit. Habt noch einen schönen Samstag. Bis bald, ihr Lieben. Süchtis. Tschüss, eure Katja.